Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Angry Birds Part 96. Es geht voran, bald sind wir bei 100 und wir sind auch heute wieder nicht allein. Eine Taube diesmal anscheinend. Es ist immer ein etwas anderes. Also ich bin immer wieder überrascht. Ich bin mir sicher, ich habe mittlerweile zwei oder drei Vögel. Wahrscheinlich. Ja, gut, letztes Mal haben wir Schweine bekämpft. Heute wieder. Achso, ja. Auf jeden Fall machen wir nicht dieses verrückte Level, wo wir in die Schweine sind. Das machen wir irgendwann später. Ich muss leiser drehen, weil ich habe gerade wegen schauen, ob ihr alles passt. Einen neuen Vogel. Ich hab's gewusst, wir haben einen neuen Vogel. Ein goldener Apfel. Hm? Ein goldener Apfel. Wo ist Notch? So. Ein neuer Vogel. Ah ja, stimmt. Okay, das erkläre ich dann, wie wir so weit sind. Was macht der Kleine? Der macht ganz tolle Sachen. Was macht der goldene Apfel? Das würde mich auch interessieren. Nehmen wir dann Punkte. Das war ein goldener Schaumschlüssel, der macht 3000 Punkte. Die roten Vögel sind einfach für gar nichts gut. So. Mhm. Oh! Ein Shotgun. Ja. Ein ganz easy zu 3, ganz einfach. Und das ist, glaube ich, viele so Punkte. Das wohl dann gewiss nicht, wie Punkte der goldene Apfel. Der rote ist eine Bombe. Oh, egal. Der rote? Ja. Warte mal, ich schieß mal aus. Wow! Das könnte man sicher so timen, dass der gelbe noch das TNT erwischt. Wahrscheinlich. Ich glaube, das jetzt irgendwie. Nein, der oder kann den einfach. Den schießt jetzt rein. Genau auf der gleichen Flugbahn. Der kann einfach nur. Oh. Er schreit dann einfach nur. Das bringt zwar nichts, aber. Das hört sich fast an wie du. Na. Das ist ein Vorteil. Naja, das fliegt aber nicht um. Aber dann wird es eh nicht viel bringen, weil da ist nichts. Okay, wenn wir den zerteilen. Aber das auf muss man die Rampe. Da? Ja. Hat ja viel gebracht. Ich gedacht, das ist mehr intakt. Das bewirkt mehr intakt. Achso, nein. Holz können die überhaupt nicht. Die können einfach nur Glas, also so wie das dann. Oh. War da überhaupt Glas? Ich glaube, wir probieren das mal aus und schießen wieder noch ab. Der ist gleich. Vielleicht explodiert das TNT. 40.000? Glas? Nein, da gibt es überhaupt kein Glas. Da können wir sich doch nicht was mit dem machen. Vielleicht müssen wir es schon bis dahin geschafft haben. Auf den Stein? Oder? Also ich dachte, wir wollten noch CNT, aber ja gut. Dahin, ja, genau. Dahin. Genau, da. Das kriegen wir mit dem aus. Wenn ich vielleicht wissen. Etwas weiter hoch. Also hier. Noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Alles klar. Gute Arbeit, Stein. Wow, danke. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Dann einfach so machen können. Mir doch nicht. Ich glaube, das bringt sich doch nicht. Wenn wir jetzt den jetzt oben drüber schießen. Genau. Oh, jetzt hast du aber das TNT drauf. Mhm. Ziemlich solide. Die dafür, das Ding. Aber ich weiß nicht, ob sich so das geht. Jetzt weiß ich's. Nein, es geht nicht. Okay. Aber wir haben den Level noch gar nicht geschafft. Dingens bekommen. Was ist, wenn ich das Wort Ding kenne, kann ich so viele Dinge erklären. Ja, voll. Wahrscheinlich kriegen wir 3 Sterne. 1 Sterne? Okay. Das ist aber mal. Dann sagt mir mein Gefühl, dass wir ungefähr 50.000 brauchen für 3 Sterne. Hm. Mal schauen. Ich will wissen, wie viel er. Für der ist sicher 500.000. Wie kommt Punkte man da nach unten zum Flammenwerfer? Ich glaube in dem Level gar nicht. Da gibt es manchmal so Stellen, wo man nicht hinkommt. Willst du mit dem goldenen Apfel? Der ist nicht hingefahren. Den Apfel zerstört. Der ist nicht zerstört worden. Bisschen weniger wert. Los, muss man jetzt sagen, wie viele Punkte der wert ist. Ja, das geht. 5000, ja? 500. Oder bringt das nichts, weil du ihn zerstört hast? Das ist kein goldener Apfel, das ist ein vergoldeter Apfel. Das ist überhaupt nichts wert. Okay. Nein, anscheinend. Das ist nur eine Ablenkung. Ja. Ich dachte nur, weil Gold. Goldener Schraubenschlüssel und goldenen Apfel, aber. Also ein goldenen Schraubenschlüssel, den brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Durch. Genau. Ach,
Perfekt. Das sieht mir alles ein bisschen zu. Wenn wir es schaffen, mit dem schon alle Schweine zum Platzen zu bringen, haben wir noch einen 10.000er mehr und dann sind wir auf 45.000. Ist das gut? Ah, okay, ja, gut. Versuchen wir da. Genau. Die zwei. Weil das oh, noch weiter. Oder so? Wollen dann schauen, ob das kann. Oh. Rocky schießen wir oben durch. Mist, vielleicht geht es trotzdem. Weil das ist schon fast hinig, also dann sollte es schon funktionieren. Ja, oh, komm. Egal. Das testen. Und kaboom. Ernsthaft? Ja! Haben wir noch einen jetzt? Zwei Sterne. Nein, haben wir nicht. Zwei wir Sterne. Haben keinen mehr. Ja. Also neu erst. Ja. Wir haben keine. Also, wir haben einen. Nein, vielleicht. Wir könnten doch. 50.000 Punkte sind zwei Sterne vielleicht. Was wäre schön. Vielleicht der noch? Wollte der noch? Nein. Schade. Jetzt können wir. Nein, nicht machen. Wir warten so. Nein, nicht so weit. Nein. Ja. Okay, 10.000 sind noch 53.000, ne? Ja. Perfekt. Das war nur einfach vom Einfach machen. Jetzt haben wir zwei Sterne. Was? Möchtest du deine Aussage nochmal überdenken? 50.000 yeah. Punkte sind drei Sterne. Ja. Was sollen wir machen? Alter. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der Dings ist der Schlüssel. Na, wie kommen wir da hin? Gar nicht. Nicht gut. Benutzen wir die Macht der Steine. Nee, das ich. Warte mal. Nee, dann ist es wieder kaputt. Okay. Ja, ja. Eine Vogel noch. Vielleicht funktioniert es. Jetzt sind Steine runter. Von oben. Was soll ich denn das machen jetzt mit dem? Urknapp. Warte. Den kleinen jetzt nach oben? Da? Ja, genau, voll dagegen. Das war jetzt wieder zu gefahren. Schon wieder so ein toller Plan. Warte, wenn wir den roten dann in einer fast 80 Grad ungefähr nach oben, sodass er den Stein von oben erwischt. Dass er mit seinem eigenen Gewicht den Stein nach unten drückt, das Holz zerschmettert und dann. Probieren wir es mal. Wenn es mit dem nicht funktioniert. Hoppala. Süß, funktioniert nicht. Ich meine den zweiten, dann den roten. Aber der ist genauso schwer. Wir können es einmal probieren. Bevor wir da immer mit dem runterfetzen. Hallo? Wie gesagt, fast 90 Grad. Ja, das geht schon besser. Warte. Verdammte Axt. Gut. Nee, ich hab. So, ein bisschen weiter. Jetzt aber noch. Probier's mal mit dem roten. Da müssen wir wirklich genau zielen. Was ist das? Ein Stück. Fast. Whee! Jetzt fall nicht. Jetzt guckt er wieder da oben an. Das ist zu weit. Das ist wieder weit. So, weiter. Nein, funktioniert nicht. Gut. Die streichen wir wieder. Ja, okay. Haben wir schon. Oh, sehr schön. Wow. Das Zerstörung. Ich den Strich trifft das nicht. Minus. Na, ist zu hoch. Aber vielleicht. Was machen? Okay. So. Verzweiflung. Ja. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Komm schon. Das geht ja nicht fast. Ja. Nee. Was soll ich mit dem? Aber man muss immer drei Sterne haben, um ins nächste zu kommen. Nein, aber ich mach schon LP, dass ich
in jedem Level 3 Sterne haben will. Okay. Das ist das Problem. Dann kann man mit dem das umhauen. Nein. Klonk. Das da runterfetzen? Nein. Zählen die Schnüre auf? Schnüre bringen auch Punkte. Okay. Sind wir gleich. Whee! Runter, ja. Okay. Und jetzt? Das ist wow. Das Geräusch ist jetzt nicht schwer. Das ist schwer. Warte, okay, das lassen Sie. Jetzt. 1000? Ja. Jetzt haben wir aber 10 Sterne. Komm schon. 3! Fingers crossed! Wie? Das gibt's doch nicht. Das heißt, wir brauchen 50.000 für 2 Sterne. Ich würde das lassen. Vielleicht mit dem Apfel? Auf den falschen erwischt, aber der hat doch noch 100 Punkte gegeben oder so. Ist es so, was du das ausprobiert hast, hat er 500 Punkte gegeben, ne? Apfel? 500, ja. Kannst du ja alles nicht. Das auf den und das auf den. Ich kann nur da durch. Vielleicht muss ich irgendwie in einem bestimmten Winkel da schießen, damit das funktioniert, aber. Dann brauche ich noch einen für die da. Aber wieder zu wenig Punkte. Vielleicht muss ich mit. Und die werden den auch nicht umbringen unbedingt? Nein. Jetzt. Ja. Da bringt der die um, der bringt die um. So, aber. Wenn wir jetzt den Stein erwischen, also das Holz oben, aber das ist ziemlich knapp, ne? Oh. Oh. Den. Ja, der traue ich noch was zerstören können, ja. Aber wir sind über 60.000. Das heißt, wir haben schon mal 2 Sterne. Ja. Aber wir haben 2 Sterne. Alter, ich treffe das Holz nie wieder. Das heißt, wenn wir jetzt. Achso, nee. Wenn wir das Ganze nochmal so machen? Ah, wir müssen das TNT explodieren lassen für die Zusatzpunkte. Habe ich das voll geschafft mit dem gelben Vogel? Ja. Der hat das dann explodieren lassen. Wie habe ich das nochmal gemacht? Das war. Na, das ist wieder das Ding. Ich das nochmal hinbekommen. Nochmal. Der Level ist das wieder ein bisschen. Der Level lässt mich nicht weiter. Wir haben die 2 aber noch, das ist doof. Außerdem werde ich den Stein wahrscheinlich nicht treffen, oder? Ja. Aber die 2 dafür, dann doch nicht, nur den einen. Dann maul ich darüber, ja, das ist okay. Das. Punktemäßig. Nee. Gut, das ist, wir müssen nochmal so probieren, wie wir das am Anfang haben. So? Nee, wie wir es am Anfang hatten, war der gelbe durch. Also unten den TNT ausschüttet. Und dann mit dem roten den Stein oben abschießen. Nur, dass dann so, der Stein auch noch den, sag's mir, Schlüssel, genau. Das sind nochmal 3000 Punkte mehr. 3000 Euro, ja! Das wäre cool. Ja. Jedes Mal, wenn ein Schraubenschlüssel da ist, kommt irgendwo 3000 Euro. Ah, ist zwar nicht hinnig, aber versuch das zu treffen. Genau. Spoiler, ich hab's nicht geschafft. Nein. Und dann mein Roten dahinter. Ja, so funktioniert. Außer wenn ich zu hoch schieße. Lol. Puppen. Sagt der
spannend. Du versuchst zwar immer den Vögeln gut zuzureden, aber anscheinend funktioniert das nicht, weil sagst du denn ja die ganze Zeit, dass sie scheiße sind. Ja, und dann mit dem da zu hoch, damit der da runterfliegt. Fast! Ich versuch's so wie vorher, aber es geht. Hallo, es geht. Oder? Geht's? Jawohl. Das gibt ja nicht! Oh. Ja? Ja? Ja! Toll. Nee. Nee. TNT. Punkte. War schon wieder knapp. Okay. Du wolltest du mir nicht das TNT haben, gell? Ja, genau. Richtig. Ich sehe schon, wir sind dann in eine unsichtbare Grenze gestoßen. Vielleicht doch anders, aber es geht nichts anderes. Was soll man da machen? Das ist die zwei da. Dann irgendwie da dran schießen. Ein Portal öffnen, durch das wir die Vögel schießen. Und dann. Und dann unten auf diesen Flammenwerfer. Weißt du, was ich meine? Ich komme mit einfach zwei Spiele: Portal und Angry Birds. Ja. Und funktionieren sie? Portal Birds. Portal Birds. Ey, das ist das wird sicher das nächste Angry Birds Spiel. Angry Birds Portal, wo es auch Portale gibt. Ne? Das wird krass. Der überlebt einfach alles da. Nee. Außer das. Heute nicht. Ich weiß nicht. Schieß ihn einfach mal nach links. Das hilft ja. Wahrscheinlich ist da hinten eine Atombombe oder so und dann wird man leider krass. Oh, auf siehst nicht? Du ihn? Da hinten. Ah, ja. Oh, cool. Das sieht er jetzt leider nicht. Ja, das ist schade. Keine Angst, Leute. Wir werden... Es ist ziemlich langweilig. Ich weiß. Wir werden wahrscheinlich nachschauen müssen, wie es funktioniert, weil wir haben keinen Plan. Ja. Ich weiß nicht, was wir sonst machen sollen. Und das wird auch für euch zu langsam. Ah, zu langweilig. Zu langsam. Ja, klar. Ich mach mal an die Arbeit. Okay. Achso, jetzt gleich. Ja, das. Ja, dann brauchen wir das nicht nachher. Angry Birds hat. Moment. Angry Birds, 3 Stars, Walkthrough oder sowas. 2011. 20-11. Walkthrough 20-11. Du schaust das an und dann versuchst du es mal zu erklären. Dann sehe ich es nicht direkt. Genau. Das ist gar nicht so schön. Ich versuche dabei da einfach zu schnell, wie man das wäre. Red Piggy ist ja. Dann sehe ich es nicht direkt, also kann ich auch nicht gecheatet haben. Perfekt. Okay, das habe ich schon ein, zweimal gemacht. Dass ich wirklich nachgeschaut habe, weil es sonst ein bisschen zu. Okay, das ist zumindest mal schon das gleiche Level. Okay. Sagen wir mal, drauf kommen werden, oder? Es lädt immer noch. Achso. Es ja, hast du da kein gutes Internet? Kein 4G? Ja. Vielleicht das Bild jetzt. Nein, der bleibt immer da hängen. Weil der macht das gleiche, was wir gemacht haben. Wann? Den gelben einmal oben durch. Ja, und das TNT explodiert. Das direkt hinten explodiert und das dann das Holz, was von oben nach unten fällt, die in der Mitte auch zum Platzen bringt. Toll. So ziemlich schwer, muss ich sagen. Das heißt, im ersten Durchgang kriegt 30.000 Punkte. Sehr schwer. Ziemlich nah am Holz oben. Jetzt. Klasse. Jetzt habe ich vergessen zu drücken, aber es hat trotzdem was funktioniert. Okay. Der erste Vogel, genau. Weiter. Oben das Holz.
Okay. Den schießt er dann genau an die Kante vom goldenen Apfel, also von der Schräge. In der Mitte da, oder was? Ja. Oder da? Oder? Was? Nein, rechts oben. Da. Genau, dass das runterfällt. Also. Passt. Noch ein Stückchen. So dass da ein Pixel frei ist, probieren wir mal. Ja. Nein. Aber ich weiß noch nicht. Ja, okay. Das ist jetzt der Gelbe. Weg da! Mistakes were made. Wissen was das ist? Wissen was das ist? Genau so. Obwohl, es könnte eigentlich. Und das runterfliegt. Okay. Nein. Achso, wir haben man braucht so 20.000 von dem. Okay, dann muss ich erstmal laufen. Ganz knapp, ne? So ein bisschen schütteln. Ja. Ich muss halt da. Nur halt den rum. Ja, schön. Das, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber. Der Holzbalken muss nach rechts fallen. Das andere rechts. Die Dinger, ja. Ja. Ja, toll. Das heißt, du musst eigentlich mit dem gelben über dem Schweinbau was auf der auf dem Holz. Komm schon! Klick ihm das tut weh! Klick ihm das tut weh! Da! Ich töte dich! Klick. Zu spät. Mhm. Ich will mich auch von der Klippe stürzen. Also direkt über dem Kopf mit dem. Jetzt. Über den drüber, oder? Genau. Durch den das Gelbe über dem drüber geht und der, was da drauf hockt. Der fliegt runter damit, oder was? Ja, genau. Damit das Holz dann quasi. Ja. Ah, das ist zwar nicht explodiert, aber ich versuche es trotzdem mal. Wahrscheinlich an die Kante. Wie funktioniert es die Kante. Jawohl, ja. Komm schon. Stoß den immer weg. Das bringt. Ah, aber genau so. Und das perfektionieren wir jetzt noch. Easy. Ich weiß nicht, ob das den Deck verlieren muss. Ich hoffe nicht. Ich hab's mal weniger hoch. Genau, so. Jetzt wird das Holz nämlich auch oben, hoffe ich. Wie viele Punkte werden das? Der Typ wird nochmal 50.000 bringen. Auf 65.000 kommen. Ich glaube, ja. Dann hätten wir 45.000 und dann noch zwei. Ja, okay. Ja, der muss, glaube ich, dann. Okay, der fliegt dann auf die drauf. Ah, okay. Theorie schön und gut. Ja, aber da rote Vogel, wo fliegt denn der hin? Fliegt ja zu dem. Oh! Das fliegt nicht bis zu dem, das ist so nervig. Stoßen einfach nur darüber, aber. Geh nicht zu hoch, ah, genau, so. Wie lange geht der Part schon? 23 Minuten, egal, das schaffen wir jetzt noch. Das ist mal wieder funktioniert. Hey. Ja. Egal. Nicht so hoch, nur wenn ein Pixel da ist, genau so. Komm schon! Er will dich verarschen! Er will dich immer noch verarschen! Was? Ich glaub nicht. Ich glaub, das ist ein passender Hint. Na! Ja, okay, nein, nächste Part, okay? Leute, es ist schon spät. Wir müssen schlafen. Viertel vor Uhr kaufen. Ja. Und, achso, übrigens, so. Ich kann nicht lesen. Will ich auch nicht. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Nächster Part wird easy. 25 Minuten für ein Level. Es ist schon 11 nach 8. Ach so. Ja, 20 Uhr 11. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.